So, damit kommen wir zum letzten extremen Kampfkarte für Nightwing. Gefängnisaufstand extrem. 40.000 Punkte. Das ist die eine Map, die so richtig nervig ist. Die ist gar nicht so schwer, aber die ist nervig, weil es so viele Typen gibt mit Schlagstöcken, Schildern, den Messern, gepanzerte Gegner, diesen Elektrizitätsdinger da, diesen Tasern und dann kommen noch Ninjas dazu. Ich meine, die hat die größte Vielfalt, aber die ist auch nervig. Weil es fast kein regulären gibt. Man muss dauernd irgendwie aufpassen mit irgendwelchen Kaspern. Oder? Guck mal, so fängt das schon an, ja? Oder wie andere sagen würden, wollte ich sagen. Etala, passt mal auf die Kasper auf. Wenn die Schilder und die Elektrostäbchen nicht wären, dann das Ganze schon gar kein Problem mehr. Guck mal hier! Du hast überhaupt keine Chance. Der fällt gar nicht um. Danke, dass du dich jetzt auch mal aufs Fressbett packst. Ja, bei so einer Map empfiehlt sich echt die ganze Zeit diesen... Nein! Diesen Multi-Angriff da zu machen. Wow, wow, wow. Gerade so aus der Frame geprügelt. Ich bin echt gespannt auf Gotham Knights und nächstes Jahr auf Kill the Justice League, ob es da auch so Challenge-Maps gibt. Ich meine, ich könnte es mir eigentlich bei beiden vorstellen. Bei Gotham Knights, weil das ja doch schon sehr Richtung Arkham geht, aber bei Kill the Justice League halt, weil es von denselben... Weiß nicht, von denselben Machern ist, ne? Solange ich nicht wieder so viele Batmobile-Passagen gibt, ist alles cool. Ey... Was ist denn mit meiner Reaktion heute los? Hallo? Setzt aber aus hier. Der hat mich voll in die Ecke geglitscht. Nehmen dich auseinander! Halt, Konter! Mindestens die zweite Medaille muss drin sein in der Runde. There you go! Hör auf mit deinem scheiß Leuchtstäbchen, ne? Das, guck mal, die Karte ist groß genug, aber die müssen hier... Ja! Die müssen hier in der Ecke rumeiern. Das geht? Das ist jetzt wieder für ein scheiß Vieh, was hier reingeflogen kam. Komm, ich mach's platt. Gut. Ey, was ist denn los heute? Ich kann nicht mehr kontern. Mir fällt übrigens auf, ein Arkham-lastiges Spiel, was ich unbedingt auch noch bald machen muss. Oder nicht machen muss, bald, aber irgendwann, vielleicht dieses Jahr, ist hier, wie heißt's? Mordor Schatten. Wie heißt der zweite? Shadow of War. Schatten des Krieges, genau. Ich habe den ersten gemacht. Sag mal, ich will meine Uruks noch importieren, bevor die den Server... Ach, die haben den, glaube ich, auch nicht. Egal, wir gucken mal. Ich spiele es auf jeden Fall auch im Detail. Das war schon ein geiles Spiel. Ich will aber unbedingt eine Fortsetzung haben. Also ist ja ein, soll ja ein Wonder Woman-Spiel in Produktion sein, das dieses Nemesis-System verwendet von Mittelerde-Morderschaften. Bin gespannt. Aber vor 2023, 2024 später wird eh nichts aus. Aha. Du musst hier sterben. Was will ich? Bams. So, eine ganze Runde haben wir noch. 3000 Punkte, lächerlich. Natürlich, aber wenn ich... Natürlich! Natürlich! Ich hab dreimal auf den da gelenkt, ne? Wenn das so losgeht, hab ich jetzt schon keinen Bock mehr, Jakob. Geh ich eine Krawatte, dann mach ich das aus, dann komm mal. So. Auch ein Spruch der alten Zeit will. Bis auf eine Person hat sich noch nie einer nur in der Zuckerstube beschwert. Ach komm.
So. Immer noch so ein scheiß Leuchtstäbchen in der Hand. Na gut, wir haben immerhin eigentlich die Gesamtanzahl, die wir für drei brauchen. Deswegen ist mir eigentlich der Rest der scheißegal. Nur noch durchkommen, weil jetzt kommen wir eh noch gleich diese Ninjas wieder. Ich fand diese Halbwiesen von Arkham Origins eigentlich nicht schlecht. Aber man kann sagen, was man will über Arkham Origins. Das ist nicht so gut, kommen hier die Vorgänger ran. Das ist ja nicht von der Hauptproduzententeam. Aber sie hatten schon ein paar coole Ideen. Cool. Und ich muss sagen, ein Teil der Challenge Maps fand ich auch richtig gut in Arkham Origins. Aber das ist besser sogar als in City und in Night. Machen wir es so, komm. Rodeo. Jeha! Den! Und aus ist er! Nun.